der 24-jährige Kolo Touré. Also wohin man blickt, Qualität auf allen Positionen, viele Legionäre. Und die neutralisieren sich bisher doch ziemlich. Oh ja, das wird ein Tor! Das wird ein Tor! 1-0 für Kamerun in Abidjan. Ja, darf das wahr sein? Achille Pierre Webo hat den Fuß dran und erwischt Gérard Gnaouan ganz kalt. Das schien eigentlich schon aus, sah so aus, als wäre es vorbei. Kolo Touré will eigentlich nur den Mann wegsperren und dann kommt noch der Fuß von Webo. Ei, ist das bitter. Sollte es wieder so ein böses Erwachen geben wie 95. Es war keine rausgespielte Chance. Einfach mal vorne reingepasst. Und dann artistischer Einsatz von Achille Pierre Webo, der einfach mal den Lücker versucht. Und ihn schafft. Dritter Treffer im fünften Länderspiel. Blitzsaubere Bilanz für den Mann von Osasuna. Ja, jetzt muss ich die Elfenbeinküste was einfallen lassen. Fehler auf der Abwehrseite und Drogba macht das 1:1. Riesenfehler hinten drin bei Kamerun. Riesenschnitzer. Pierre Womé lässt sich da den Ball vom Fuß angeln. Den muss er nur wegschießen. Da ist alles gebannt. Keine Gefahr. Wollte zu locker machen hier, Pierre Womé. Und dann Aruna Dindane. Behält die Übersicht, schön abgelegt und einmal ist er frei und sofort macht er sein Ding. Das Alpha-Tier der Elfenbeinküste kurz vor der Pause hier zum wichtigen 1:1. Da sehen wir es nochmal. Erst wollte er ihn zum Eckball durchlassen, dann trifft er ihn nicht und dann wird er auch noch an der Außenlinie stehen gelassen. Wie das berühmt-berüchtigte Slalomstängchen. Ganz großer Schnitzer vom Routinier Pierre Womé. Das 60. getan. Wie auch in der WM-Quali zuletzt. Achtung! Das Tor! Das Tor in den Nachspielsekunden, in den letzten Sekunden der ersten Halbzeit für Kamerun aus dem Nichts und wieder haben sie gepennt bei einem hohen Ball. Gnaouan hat sich verschätzt, der Keeper, und keiner stand hinten am langen Pfosten. Und jetzt steht es auf einmal 2:1 wieder für die Gäste. Was ist das hier für eine Dramatik? Im Stadion Houphouët-Boigny in Abidjan. Da sah es gerade so aus, als würden die Orangenen hier das zweite Tor machen. Nichts war's. Wieder führt der Gast. Tja, und das kann Ihnen auf der Tribüne hier natürlich gar nicht gefallen. Drogba! Und er ist drin! Oh! Dem bauen Sie hier ein Denkmal. Didier Drogba bringt die Elfenbeinküste erneut zurück ins Spiel und ganz früh hier in Halbzeit 2. Da wir ja schon in der ersten Halbzeit 7 oder 48 Minuten hatten, ist das jetzt hier wohl die 50. gewesen. Da wollen wir für die Statistik auch ganz genau sein und hinschauen. Didier Drogba, auch das kann er, den ruhenden Ball verwerten. Und der passt natürlich auch genau neben dem Pfosten. Wunderbar getroffen.
dicht. Da haben wir sie also doch beide noch gesehen, die Herren vom HSV. Atuba bei Kamerun und jetzt Idemel. Bei den Gastgebern, die jetzt natürlich den Schlusspfiff herbeisehnen. Und wir erinnern uns, sie haben auch in der ersten Halbzeit am Schluss ein Tor kassiert und sie kassieren wieder eins. 85. Minute. Und die Elfenbeinküste gerät zum dritten Mal in diesem Spiel in Rückstand. Erneut eine Standardsituation. Da kann man dem Keeper, da kann man Gerard Nanua keinen Vorwurf machen. Allerdings